Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fortune Island. Wir machen heute weiter hier in unserem geilen RTX Rebel. Ich glaube, da ist so, ne? Die TR Rebel TRX, ja. Ist ja fast das gleiche. Dieses fette Offroad-Geschoss mit einem ziemlich bestialischen Motor. Und dann machen wir heute mal zuerst einen Blitzer, der hier um die Ecke ist. Das sollte ja auch Punkte geben hier für die Inseleroberung. Von der ich natürlich gerne der König wäre. Von der Insel. Snob Life. So, jetzt soll ich krasse Kurvenlage austesten. Mit Offroad-Reifen. Aber eine Kurve geht trotzdem ganz gut. Ich war jetzt keine Bestleistung, wenigstens 2 Sterne. Oder ein. Sogar 2 Sterne, na Mensch. Ich hab noch einen Erfolg gehabt. Eiche Runde 2 der Inseleroberung. Hallo Fabian. Und natürlich auch alle anderen. Phase 2 von Horizon Fortune Island beginnt jetzt. Was bedeutet, dass es ein neues Schatztruhenrätsel gibt. Hört gut zu. Der Needle Climb schüchtert so manche ein. Doch den Italiener mit Nummer 458 kriegt so schnell niemand klein. Viel Glück. Okay. Da schätze ich mal, dass wir jetzt bei jeder Stufe der Inseleroberung einen weiteren Schatz kriegen. Von es, genau, 10 gibt. Wir könnten auch sogar mal den ersten Schatz einfach mal suchen. Der Truck stampft wie ein T-Rex durchs Land, als er brüllte und durch die Blitzerzone im Zentrum des Festivals verschwand. Und Runde 2 der Inseleroberung beginnt jetzt. Nur die besten Fahrer kommen weiter. Ich habe mir nicht die ganze Liste angeschaut, aber du bist sicher auch dabei. Glaube ich auch. Hey, ich habe die Zusage des Festivals für eine neue Art von PR-Stunt. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Mach ich gleich auch noch, aber den Schatz. Blitzerzone im Zentrum des Festivals. Da muss der Schatz ja hier in der Nähe sein. Bin ich jetzt gerade blöd. Wir gucken mal. In 400 Metern rechts abbiegen. Jetzt bin schon gut. Das muss doch hier noch nie ein Schatz sein. Bei der Blitzerzone. Oder habe ich jetzt gerade wirklich. Bin ich blöd, habe das Rätsel falsch verstanden. Das kann auch unmöglich sein. Muss doch hier in der Nähe der Schatz sein. Ah, ich kenne hier rein. Das ist ja schon mal ganz gut. So, es ist natürlich immer eine. Nicht gerade kleine Schatztruhe, die wir finden sollen. Bei der Blitzerzone. Du hast dein Ziel erreicht. Oder sollen wir, ist das gemeint, dass wir ins Festival reinfahren sollen? Und sich da ohne Schatztruhe versteckt. Mein erstes ist ja auch, denke ich mal, ziemlich einfach zu finden. Stimmt mich gerade wahrscheinlich einfach nur zu blöd an. Ich muss ja auch immer ordentlich suchen. Die Spielwelt zu erkunden schadet ja auch nicht. Kann man bestimmt noch ein bisschen driften, ne? Also der Spot scheint dafür gar nicht mal so schlecht zu sein. Also hier scheint die kleine Schatzkiste wohl nicht zu sein. Nein, ja. Frage, ist hier in der Umgebung oder ist hier wirklich direkt im Festival drin? Das wäre nämlich ziemlich einfach. Ich meine, hier ist eigentlich nichts, ne? Kann man auch, glaube ich, nicht irgendwo reinfahren. Also müsste sie jetzt hier im Ort sein. Eine Kohle will ich haben. Wenn es ja jedes Mal 1 Million gibt, Alter. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Könnte ich mir auch bald mal das Edinburgh Castle leisten. Das sind ja 15 Mille. Ein wenig habe ich jetzt nicht, aber ein bisschen mehr wäre natürlich nicht schlecht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ist hier irgendwo in einem Gärtchen versteckt? Ein Pirat, der seine Schatztruhen gestellt hat. Würde ich natürlich auch machen, wenn ich so eine hätte.
die auch mal so im Garten verstecken. Wo sie natürlich niemals ein Mensch finden wird. Hier darf ich nicht reinfahren. Ich glaube, ich bin gar zu blöd dafür. Und das Rätsel nicht gecheckt. Oh, danke schön. Wir machen damit mal später weiter. Ich habe wahrscheinlich das Rätsel nicht gecheckt. Und zwar, was ich da oben eigentlich ganz geil fand. Wegbereiter Stator. Was auch immer das sein mag. Wir probieren es einfach mal aus. Kurz. Ja, auch noch läuft. Bevor alles umsonst ist. Das finde ich ganz so geil. Aber wir werden auch alle 10 Schätze finden. Macht euch mir keine Sorgen. Ich denke auch alle jetzt im Let's Play. Offroad. Wenn es der Wagen hergeht, warum nicht? Kleiner Abflug zu nehmen. Also ich schon diese Driftzone. Das ist die längste sein soll, die es in Weisen je gab, mit über 3 Kilometern Länge. Und ja, so ein paar Kurven, wie man sieht. So, komm hoch. Ein Süßer. Erreicht. Wie kann man am schnellsten die Insel sehen? Klar, Wegbereiter. Fahr durchs Eingangstor und werd nicht langsamer, bis du die Leuchtfeuer am Ende durchfährst. Und los! Jetzt voll drauftreten und mit Höchstgeschwindigkeit zu den Markierungen. Mach ich gerne. Immer gib ihm. Ja. It was the moment. Fabian's killing new. He fucked up. Wir werden ein wenig weiter rechts fahren. Ganz genau so. Was hältst du davon? Macht echt Spaß, sich den eigenen Weg zu fahren, oder? Oh ja, vor allem mit dem Auto. Okay. Das geht sogar anscheinend mit jedem Auto. Okay, mal ein Anrad von PR-Stand. Nicht aber ganz geil eigentlich. Ich habe natürlich gerade das passende Auto dafür gehabt. Die schön den Berg runter zu heizen. Okay, das finde ich ganz cool eigentlich. Da gibt es natürlich auch wieder diese Bonustafeln. Oder jetzt halt Einflusstafeln. So, da war auch ein Bereich, Driftzone. Aber wir wollen natürlich ein Rennen fahren. Okay, saisonale Sachen, ist alles schön und gut. Ich will einen Querfeldein reinfahren. Ich muss dem Wagen das geben, was er auch benötigt. In 200 Metern rechts abbiegen. Und zwar das hier. In 400 Metern links abbiegen. Aua. Ganz so schnell, nicht ganz so springen. Ja, der Wagen hat ja auch ein Herz. Ja, Autos sind keine Tiere. Wenn man wie Dreck behandelt, wie einige machen. Das Auto muss man genauso lieben wie seinen Partner. Vielleicht sogar noch mehr. Bei mir ist das größer, wenn ich abkehre. Mein Auto ist mein Partner quasi. So, guten Tag. Ja, da fahre ich noch 3 Meter nach vorne. So. Lance Reach. Querfeldein. Querfeldein, ja. Ich bin ein richtiger Texaner. Wir nehmen mal nur Ram. Also eine sehr große Autoauswahl, die wir jetzt haben werden. Mittag, wolkig, ja. Muss ja nicht immer schlechtes Wetter sein. Genau den. Habe ich auch den Viper-Motor drin, da sieht man. Und gleicher Leistung. Ja gut, ich meine 3 Tonnen zu 2,4. Unter 2,4 Tonnen.
oder noch bessere Offroad-Fähigkeit. Ja, Beschleunigung 4,5, 8,4. Dabei hat er Geschwindigkeit mehr, aber ganz ehrlich, das wird auf der Insel wohl nicht so wichtig sein. Ob er jetzt 230 fährt oder sich 250. Weil ich mit den Autos. So, bin ich der Einzige mit diesem Rebel oder? Na gut, fast der Einzige. Jo. Ich muss ja alle stark bremsen. Oh Gott, ein großer Sprung, oder? Oh ja. Alter. Der Sprung, der war etwas größer als sonst. Sorry. Oh, so Bock das. Geile Klippen hier, ne? Schön da quasi am Abgrund langfahren. Oder müssen über den Abgrund auch noch springen. So wie wir es jetzt machen werden. Wir waren ja schnell genug, also kein Ding. Ich glaube, der Sprung war gar nicht mal schneller als außen rumfahren, oder? Jetzt haben wir sogar noch eher Zeit verloren. Ich glaube, ein Schafmann hören. Schafmann, wenn du das hörst, mach dich aus dem Staub und rette dein Leben. Guten Tag. Yes. Noch ein Sprung. Wir müssen aber alle nehmen. Kann sich keiner vordrücken. Bin erster geworden, oder? Auch Glück gehabt. Oh ja, war leicht knapp, ne? 212432 und 212466. Okay, das war verdammt knapp. Wenn ich Zweiter geworden wäre, dann ist es halt so. Er war halt schneller, ja. Die Leute dafür abdrängen, wäre Quatsch gewesen. Hätten online bestimmt viele gemacht. Machen halt wirklich viele Leute online, einfach den Leute die Linie abdrängen. Während du die Insel erkundest und fleißig Schätze suchst, sammle ich weiter Daten für deine Querfeld-1-Serie, wenn das okay ist. Man soll ja keine Punkte verkommen lassen. Sicher auch so. Aber so auf erziehenden Rahmen, das ist halt einfach nur unsportlich. Ich meine, klar, also es ist ärgerlich, wenn man immer noch kurz erzählt überholt wird, aber dann war der andere halt schneller. Mein Gott. Es ist nur ein Platz. Dann geht die Welt nicht unter. Aber wir waren nach vorne, also alles safe. Ich habe nach vorne ein Gefahrenschild gesehen. Genau das hier. 137 Meter. Okay. Aber hier sind zwei Sterne und drei Sterne sehr nah beieinander. Das sind nur 12 Meter. Hier wieder viele saisonale Herausforderungen hier. Okay, das ist ein Griprennen. Normale Rundstrecke, das ist glaube ich auch ein Griprennen. Aber ich würde natürlich gern was in die Richtung Querfeld einfahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh Gott, hier ist also das Castle. In 400 Metern rechts abbiegen. Westwick Castle. Ja, quasi fast wie neu. Wow, sieh dir nur diese Burg an. Geradezu bezaubernd. Aber über die Lage bin ich mir irgendwie nicht so recht sicher. Ach, ist doch super. Ideale Lage. Was hat mein Typ da gerade gemacht?
habe es nicht gesehen, ich will es auch, glaube ich, gar nicht sehen. Geil, wenn man hier das Castle oder so kaufen könnte. Wenn hier ein Haus wäre zum Kaufen. Das wäre ganz geil. Schön bei Brücke. Privater Zufahrt. Nicht schlecht. Ja. Komm. Rechts abbiegen. So, Gefahrenschild. Also das heißt, wenn ich komme, dann ist Gefahr. Soll das eigentlich heißen? Wenn ich vorbeifahre, dann bei den Hand nehmen und wegrennen. Himmel. Ein dieser Ausblick hier. Dann auch mit der Berglampe im Grund so ein bisschen. In 400 Metern schaut wieder nach, also kommen bestimmt wieder Polarlichter. Oder an sich ein geiler Nachthimmel. Ich frage mich echt, wie die das hinbekommen. Die Spiele so unglaublich schön hinbekommen. Das frage ich mich wirklich. Das heißt, ich spiele auf der normalen Xbox One. Das ist die normale 2013er Version. Nicht die One S und nicht die One X, die normale S. Und das sieht halt so extrem geil aus. Das sieht man nicht auf YouTube, weil da sehen eigentlich Videos generell scheiße aus. Also, was ich hier gerade auf meinem Fernseher jetzt sehe, sieht viel besser aus als das Video auf YouTube. Ganz einfach. Du hast dein Ziel erreicht. Hallo! Ich bin's, der Pizzalieferant. Ey. Da fehlen immer noch ein paar Meter, ne? Das können wir noch besser hin. Muss ich mal Hand aufnehmen? Das geht so nicht. Ich will ja wenigstens jetzt mit dem Auto hier zwei Sterne schaffen. Ich meine, es sind ja nicht viele Meter, die wir mehr schaffen müssen. Die Frage, kann man hier auch irgendwie... aber kann jetzt ziemlich gut durchfahren. Oh, das reicht jetzt auch an Anlauf. So, guten Tag. Ich bin's nochmal. Das Geld vergessen mitzunehmen. Yes! Das war 3 Sterne, Bitch! Jawohl! Jawohl. Den Aussichtspunkt hier noch in Westwick. Ich glaube, hier zu wohnen wäre vielleicht nicht ganz so geil. Direkt an der Straße, direkt am Wasser. Das ist mir vielleicht auch ein wenig zu nah. Könnte dann aber auch geil sein, um Sommer hier zu frühstücken. Draußen. Direkter Zugang zum Wasser, reizende Architektur und ob man es glaubt oder nicht, bisher noch nicht eine Beschwerde wegen Ruhestörung. Aber das galt wohl nur vor unserer Ankunft. Das will ich auch gerade sagen. Bisher gab es keine, aber jetzt werden welche kommen. Ach mein Gott, die paar Mal, die ich hier langfahre, langspringe, Sachen zerstöre, den Motor aufdrehen lasse, ist doch gar nicht mal so oft. Sollen sie mal nicht so haben, die Bewohner. Letzte Zone noch nicht mitnehmen. Auch wenn es keine Meisterleistung hier wird. Schauen 160. Naja, ganz knapp. Du hast das Rätsel gelöst. Das war wirklich gut. Übermittle ungefähre Koordinaten und fotografische Referenzen. Führe sie zusammen, um den genauen Ort zu finden. Naja, wir konnten es ja nicht zu einfach machen, oder? Ach, jetzt verstehe ich das. Das wahrscheinlich erst mit einem bestimmten Auto oder so irgendein PR-Stand machen, was frei, um weitere Infos freizuschalten. Ach so. Ich dachte, das wäre schon das Rätsel. Ja gut, das Bild. Wo könnte das bloß sein? Ich habe eine Idee. Ich glaube, wie durch einen Zufall war ich da auch schon. Jetzt machen wir gleich noch. Ich brauche noch einen.
Da bin ich ja, glaube ich, schon vorbeigefahren. Hm. Kommt mir bekannt vor. Bam! Horizon, darf ich vorstellen? Unser erster Fortune Island Millionär. Wie fühlst du dich? Irgendwie anders? Bevor du dich auf einer karibischen Insel zur Ruhe setzt, lass mich nur sagen, dass wir mit jeder Runde der Inseleroberung eine Schatztruhe verstecken. Falls du also doch bleiben willst. Ja, definitiv. Wenn es jedes Mal so viel Kohle gibt, dann auf jeden Fall. Okay. War ich doch gar nicht mal so blöd. Polarlichter. Bestes Feature der ganzen Expansion. Scheiß auf die Autos. Ich will Polarlichter. Dann müssen wir jetzt ja ein anderes Rennen machen. Driftzone machen wir, glaube ich, nicht. Aber eine Einflusstafel. Die hole ich mir. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich will am besten noch mehr Querfahrt einfahren mit dem Ding. Gibt es jetzt bei dem Schätzen jedes Mal eine Million oder? Also sogar noch andere Preise, weiß ich ja nicht. Oder vielleicht, keine Ahnung, noch ein Wheelspin oder so. Oder weniger Geld und ein Wheelspin oder irgendwelche Klamotten vielleicht. Vielleicht sogar ein Auto. Wer weiß, wer weiß. Dieses grün-blaue Lina da oben. Ach, Himmel. Also diejenigen bei Playground, wenn sie das designt haben, ihr seid Könige einfach nur. Im Haus, oder? Oder halt innen drin. Wendekreis. Passt. Wieder 25 Tafeln, die werden wir auch alle sammeln. Auch alle, denke ich mal, jetzt im Let's Play. Die vom Hauptspiel habe ich auch alle noch gar nicht. Da fehlen auch noch ungefähr 50 Tafeln, die ich nicht gesammelt habe. Werde ich aber auch noch machen. Vielleicht die letzten 10 in irgendeiner Folge sammeln. Vielleicht mal gucken. Vielleicht trotzdem mal lang. Ja, einfach mal abzufahren, die Zone. Puttebachen bringt ja, glaube ich, nicht viel mit dem Wagen. Oh. Das könnten geile Drifts werden. Und ich werde, denke ich mal, auch einen Wagen dieser Expansion zum Driften umbauen. Um dann durch diese Zone dann mal zu fahren. Vielleicht, weiß ich, der Salen oder sowas. Mal gucken. Mal gucken. Okay, Alter. So, gleich die Hälfte geschafft. Da ist ein Schild. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, noch gleich mit. Zone ist eh weg jetzt. Hab ich eh nicht geschafft. Und scheiß drauf. Geht doch nicht. Da oben der nächste Aussichtspunkt. Und schon ein dritter von 5. Nadelanstieg. Sehr kreativer Name. Bin mir nicht sicher, was beeindruckender ist. Dass sie diese Straße gebaut haben oder dass sie so lange vor uns geheim halten konnten. Das wird zum Driften richtig fett werden. Aber dann nur 200.000 Punkte? Das erscheint mir jetzt einfach mal so ziemlich einfach. Scheint jetzt nicht so sonderlich viel zu sein. Was wir da machen werden, wir fahren wieder zum Festival zurück. Gucken uns dann auch mal die Autos an, die jetzt in der Expansion drin sind. Vielleicht auch mal ganz nett zu sehen, was wir überhaupt hier alles fahren dürfen. So tolle Gefährte. Bei nächster Gelegenheit und sagen, ich finde die Autoauswahl sehr gut. Darf erstmal mit dem Kopf voran in den Boden einschlagen. Echt coole Autos dabei. Viele, die wir lange nicht mehr hatten.
Aber auch coole, die wir bisher noch gar nicht hatten. Jetzt wie den Urus zum Beispiel. Oder die 2018er BMW M5, der ist auch dabei. Durch die aktuelle Generation. Da sind Aventador J dabei. Wir haben, glaube ich, noch einen Morris mit bei, einen älteren. Wir haben einige krasse Geländefahrzeuge mit bei. Also wirklich richtig krasse. Ich würde es noch ganz kurz angucken. So, da sind wir auch schon beim Festival. Ich meine, das ist keine Riesen-App, das ist natürlich klar, es ist eine Erweiterung. Aber ich meine, für mich ist sie eh kostenlos. Ist ja eine Ultimate Edition mit drin. Und ich denke, der Inhalt der Ultimate Edition, der ist schon ordentlich. Ich meine, das Grundspiel ist ja jetzt nicht gerade gering vom Umfang. Da hat man schon einiges zu tun. Auch einige Autos, die man kaufen kann. Die Map ist natürlich mega geil. Sowieso eine hohe Spieldauer. Man kann ja sehr viel Zeit im Spiel verbringen, was ich natürlich auch schon gemacht habe. Bisher glaube ich so um die, was ich, 250 Stunden oder so. Man ist jetzt nicht so viel, wie ich finde. Aber schon einiges. Das wird auch deutlich mehr, schätze ich mal. Jetzt unter anderem auch durch die Erweiterung. Ich meine, ich habe jetzt Forza die letzten Tage nicht mehr so viel gespielt, da ich gerade sehr viel Red Dead Redemption 2 spiele. Aber trotzdem, ich meine, es ist immer noch Horizon 4, es ist ein hammergeiles Spiel. So, wir müssen ja theoretisch alle Autos jetzt hier kostenlos bekommen, von Fortune Island. Müssen wir die denn jetzt noch... Ich gehe jetzt einfach mal zu Lambo. Ob ich jetzt hier den Urus mir einfach kaufen kann. Ob ich den schon habe oder ob ich den irgendwie bekommen. Okay, hier ist er nicht. DLC-Autos, vielleicht hier. Autos ansehen. Hier sind sie. Und dann fange ich einfach mal an hier. Ich kaufe jetzt erstmal alle nur. Oh, das ist schon das 1, der M5. Der aktuelle M5, Super Saloon natürlich. Uiuiui. Ich hole sie mir erstmal alle. Das machen wir heute noch und dann ist schon wieder ein Cut. Wie gesagt, ich lasse mir Zeit, ich will hier nicht alles durchwaschen. Das würden gerne andere YouTuber machen, aber ich... Oh. Wir nehmen sie erstmal alle in den Serienfarben. Boah. Das Ding, wenn man das nochmal tiefer hauen würde... Das wird geil auf jeden Fall, da freue ich mich mega drauf auf den Wagen. Vielleicht sogar den ich jetzt von den Autos hier am geilsten finde im DLC. So, M5 haben wir gekauft. Dann jetzt noch 8 weitere. Aber den Ram haben wir jetzt schon, diesen Ram... Warte, den Namen weiß ich. Ram Rebel TRX Concept. Autos ansehen. Der nächste Wagen ist der 2018er Exomotive Exocat Offroad, von dem ich noch nie was gehört habe, aber es ist Offroad, es sieht ziemlich abgespaced aus, sieht in vielen Farben und er sieht auch ziemlich leicht aus. Ich glaube sogar bis auf diesen älteren Maus oder so, oder diesen komischen alten Van, den wir drin haben im DLC, finde ich, glaube ich, keinen Wagen scheiße. Die gefallen mir sonst alle gut. Den finde ich geil. Was man auch farbentechnisch rausholen könnte. Da gibt es bestimmt noch coole Designs für. Wie gesagt, wir werden alle Autos mindestens 2 Folgen fahren. Jetzt der Rebel hat jetzt die letzte Folge und diese Folge gehabt. Hat quasi das Light leider. Aber gut. Ich sage ja mindestens 2 Folgen. Kann sein, dass es noch mehr werden. Vom Luft ist hier nichts und dann... Jorne. Gesehen? Ja gut. Kann man machen. Ja, 1300 kW. Wie gesagt, das ist kW, nicht PS. Könnte interessant werden. 2000 Newtonmeter? Ja gut.
Da bin ich echt sehr gespannt, wie das Ding Offroad taugt. Oder ob es da überhaupt was taugt. Weil da frage ich mich echt, wie. Das geht mir nicht in meinen Kopf rein. So, wir haben natürlich Honda. Das ist aber das... James Bond, Koenigsegg. Genau. 1953er Morris Minor Series 2 Traveler. Den brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Werden wir aber trotzdem fahren. Wenn die Optik hat irgendwie was. Mal gucken, was wir aus dem Hobel hier machen werden. Ich sehe, können wir einige Autos gar nicht kaufen. Vielleicht bekommen wir die erst als Belohnung. Weil Lamborghini Urus und Lamborghini Aventador J sind auch dabei im DLC. Kann ich aber jetzt aber hier nicht kaufen. Ist ja dann vielleicht Belohnung. Also den Urus kriegt man, denke ich mal, wenn man das Finale hier gewinnt. Würde mich jetzt nicht gerade wundern, wenn das so wäre. Aber der Aventador J war jetzt auch nicht dabei. Müsste ja bei Elba Lamborghini sein. Hier gibt es nur den Gallardo aus dem Autopass. Hm. Dann, den Ram hatten wir schon. Okay, mehr kann ich jetzt hier gar nicht kaufen. Habe ich denn schon im Fuhrpark oder bekommt man die irgendwie anders? Ich guck mal ganz kurz. Also ich meine, damals bei Blizzard Mountain konnte man die Autos einfach kaufen. Okay, im Fuhrpark habe ich sie ja auch nicht. Okay. Bin ich mal gespannt. Die Wagen lassen wir jetzt einfach so. Ob wir jetzt nächste Folge fahren werden, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mir nachgucken. Nehme ich ja morgen dann auf die Folge am 14. Okay. Mal gucken, wie man die restlichen Autos bekommt. Jetzt werden wir aber alles erst in einer der nächsten Folgen sehen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Wahrscheinlich morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.